Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren LP-Teil von Let's Play Trine. Es tut mir leid, wenn ich ab und zu mal einen Lachanfall kriegen sollte, aber ich passe gerade auf eine Katze auf und mein Notebook spiegelt so Punkte an die Wand und deswegen springt die Katze dauernd an der Wand hoch. Wir wagen uns an die Krypta der Verdammten. Ich habe sie noch nicht angespielt, wie man sieht. Mal schauen, was das so gibt. Die Angst hatte einen behaglichen Platz in den Herzen unserer Helden gefunden, ja nicht nur in denen. Zutiefst beunruhigt erfüllte Kummer ihre Gemüter. Der Ritter hatte seit vielen Stunden nichts gegessen. Kleiner, dicker Ritter. Die Diebin fing an, sich Sorgen zu machen, ob sie jemals wieder frei sein würde. Arme Sau. Das war's schon? Und der Zauberer, er war besorgt, dass sie niemals die anderen Artefakte finden würden, um den Zauber des Trine zu brechen. Aber in Wirklichkeit hat er nichts dagegen, länger als eine Stunde in Gesellschaft zu sein. Okay. Ja. Armer Kerl. Der scheint nicht so viele Freunde zu haben. Egal. Er hat ja uns... Es spiegelt ein bisschen. Keine Angst, ich werde vorangehen. Ich wünschte, da wäre mehr Licht... Licht. Ja, Licht wäre gut. Ich dachte jetzt, mein Bildschirm ist so dunkel, aber Tatsache. Ich sehe wirklich nichts. Okay, da unten, das blubbert. Ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen. So. Also sonst habe ich genau die Sonne im Rücken. Und Sonne im Rücken bei so einem Level ist nicht so toll. So. Fällt da was? Nein. Okay. Oh, hallo. So. Wir wollen hier sicher rüber. Auch hier wollen wir sicher rüber. Mag ich jetzt derzeit nicht. Ja, komm her. Ja, man sollte sich schon eine gute Basis fürs Kämpfen hier hinbauen. Ich glaube, das hat echt Sinn gemacht. Ansonsten wäre ich bestimmt schon 2-3 Mal in diese Blubbergrütze da reingefallen. Und diese Blubbergrütze scheint weh zu tun, wie wir im letzten Part ja schon gesehen haben. So. Jetzt kommt wieder was? Nein. Da ist eine Kiste. So vielleicht? Ist das hier stabil? Frage ich mich. Ja, scheint stabil zu sein. Dann hüpf und hüpf. Und da gehen bestimmt die Türen zu. Also brauche ich dich? Nein, doch nicht. Da oben ran. Da oben, da. Schwingen und schwingen und schwingen. Da ist eine... Nee, kann ich jetzt nicht sagen, wie ich das kriege. Aber erstmal... Ach, da ist ja noch einer. Oh Gott. Gerade ein bisschen viel. Rage. Ja, ich möchte diese Truhe öffnen, aber ich möchte erst warten, bis alles weg ist. Ist jetzt alles weg? Das ist die große Frage. Erstmal das. Hier hin. Eins nach dem anderen. Also die Truhe kommt gleich. Aber mir ist schon wieder eingefallen, dass ich den Magier schon wieder vergessen habe. Ich kann ja meinen kleinen Kistenturm machen. Den kennen wir ja schon zu Genüge. Und dann kann ich mir auch das holen. So. Truhe öffnen. Ja, erzähl mal. Feuerbogen. Feuerbogen. Ja, das ist doch was,
Das ist was Schönes. Kosten 2. Feuerbogen kann Objekte oder ich. Feuerbogen. Okay, wie benutze ich jetzt den Feuerbogen? Mausrad. Aha. Okay. Das ist der normale. Ich habe Zauber gesehen, die Fackeln mit Feuerbällen angezündet haben. Kannst du das? Feuerbälle, die sind nicht gut. Die funktionieren nie und sind reine Zeitverschwendung. Ja, nur weil du es einfach nicht drauf hast, Junge. Ich hätte es wissen sollen. Ich kann die Fackeln mit den Feuerbällen anzünden. Ach, da drüben ist dann dunkel. Ich kann auch Licht bringen. Kannst du? Sekunde, das da oben. Gibt's da noch was? Nein, wahrscheinlich nicht. Also, folgendes. Eine Planke. Ach Mensch, Magier. Zwei Planken. Und ja, sie halten. Ja, na komm her. Au. Au. Das ist doof. Das ist sowas zum Umklappen. Moment, jetzt muss ich erstmal Fackeln finden. Da sind Fackeln. Wusch. Achso, das ist nur eine Fackel und die macht dann den ganzen Raum hell. Ja, ist auch okay. Entschuldigung, man merkt vielleicht, ich bin ein bisschen heiser. Weiß nicht warum. Ich quatsche zu viel. Ich quatsche den ganzen Tag und hab Spaß dran. So, ist hier jetzt ein Vorsprung? Bleibt das da? Ja. So, und dann versuchen wir mal, ob die Planke reicht. Tatsächlich. Warum war die eben dann so kurz? Verstehe ich nicht. So, da ist wieder. Wusch. Da ist noch eine. Wusch. Ich bin treffsicher heute. Sehr verrückt. So, da oben sind so Holzbalken. Die sehen aus, als würden sie sich bewegen. Tag. Ah, komm. Na, stirb doch einfach. Danke. Oh, die verbrauchen ganz schön gewaltig Mana-Punkte. Ganz schön gewaltig. Ich glaube, da muss ich dann doch mit den normalen Pfeilen weitermachen. Das ist bestimmt so gedacht. So. So, und dann Mana. Naja, wenn es denn sein muss. So, ich lasse es mal hier reinfallen. Dann brauche ich dich. Feuerpfeil, bitte da. Okay. Dann kann ich sogar, ohne zu schwingen, hier rüber springen. Ich mache aber vorsichtshalber doch noch mal eine Planke. So, Waffe wechseln und Arrivederci. Naja, nicht ganz. Aber fast. Bläh. Dankeschön. Das spawnt bestimmt wieder was. Ich bräuchte mal einen Checkpoint. Ich will ja nichts sagen, aber... Checkpoint. Fledermäuse auch noch. Ah, auch noch. Und mein Ritter ist eh schon fast tot. Checkpoint, komm. Checkpoint. Ja, kommt her. Macht's mir nicht so schwer. Danke. Naja, dann nehme ich. Dann noch mehr. Wo denn? Wo? Komm her. Da unten bestimmt irgendwo. Naja, solange wir die nicht hier hochkommen, ist das ja in Ordnung. Dann mache ich mal eine Kiste und drauf und hol mir das und
Und da kommen sie doch. Aha. So, Kiste, die versuche ich mal da runter zu werfen. Vielleicht fällt es auf irgendwas drauf. Und ich muss weniger machen. Nein. Ein Irrglauben. Mal wieder. Ah, ein Checkpoint. Sehr gut. Der zieht immer noch Mana. Und Fledermaus, lass mich in Ruhe. So, jetzt wieder den Feuerpfeil. Ein bisschen Licht muss ja sein. Ha, erwischt. Eiskalt erwischt. So, was haben wir hier? Moment. Kleine leuchtende Steine. Warum leuchten die Steine? Ein leuchtender Stein. Moment. Gehen die kaputt? Kann man die kaputt machen? Nein. Aber sie sind schön hart und man kann bestimmt irgendwas damit töten. Was passiert, wenn ich das dagegen werfe? Nichts. Und es fällt ihm auf den Kopf und interessiert ihn nicht. Das ist, ja, ist logisch. Kein Problem. Stein. Tschüss. Ach, guck, damit kann ich mir... Ah, na klar. Damit kann ich mir dann so ein bisschen Licht machen da unten. Immer mal eins runterwerfen. Das ist gut. Ich nehme euch alle mit. Mein Freund der Stein. Lalalala. Fall runter. Und du auch. Komm her. Was ist das da oben? Ich verstehe den Sinn nicht so richtig. Muss man da hoch? Braucht man das? Ist da irgendwas? Eine Kiste oder so? Vielleicht hätte man die jetzt für da oben gebraucht. Ich will es nicht hoffen. Kiste. Noch eine Kiste. Geht's da jetzt lang? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es geht jetzt unten lang. Sonst wäre ich ein bisschen aufgeschmissen. Ah, je. Okay. Ja, Jump'n'Runs sind voll mein Ding. So, jetzt wollen wir das mal checken. Ups. Nee, da ist nichts. Da ist nichts. Bumm. Ach, das ist jetzt normales Wasser. Auf jeden Fall bin ich reingefallen, ohne dass es mir was tut. Also nehme ich an, es ist normales. Hüpf. Komm, Fledermaus, komm. Boom. Ja, genau. Bums. Ja, genau. Auf zu jammern, kleiner dicker Ritter. Kämpfe. Dazu bist du da. So, noch eine. Komm her. Jawoll. Ah, Verzeihung. Ja, na. Autschi. So, da liegt jetzt... Ach, jetzt tut's mir auf einmal weh. Warum? Hat das was mit den bunten Steinen zu tun? Nein. Das war jetzt irgendwie ein Bug oder so. Ich weiß nicht. Und die Kiste bewegt sich von alleine. Das macht mir Angst. So. Ein bisschen Licht. Du, da unten machst du von alleine Licht. Das ist auch gut. Was ist das? Volle Energiefiole. Ich möchte aber trotzdem wieder den anderen Pfeil. Oh nein, ist kaputt gegangen. Ach je. What happens next? Kletter rauf auf die Kiste. Tu mir den Gefallen. Los. Ach du Idiot. Komm. Ich habe keine Lust, dich zu bekämpfen. Ich bin fast tot.
Bums. Bums. Und nochmal. ich möchte nicht runterfallen. Ich glaube, es tut weh. Ja. Er hat es uns wunderbar demonstriert, dass es weh tut. Ist hier noch irgendwo eine Fackel? Ich sehe keine Fackel. Dafür wären jetzt die Steine gut, die alle runtergefallen sind. Luma, du bist der King. So, hier. Ah, jetzt ist hell. Schön. Das ist schön. Diese Pilze, die leuchten auch. Hier leuchtet irgendwie alles, als wäre es radioaktiv verseucht. Will ja nichts sagen. Sicher ist sicher. Na gut. Hat sich das erübrigt. Ich wollte eigentlich hoch, aber dann eben nicht. Puff. Ja, du kannst auch runterfallen. Okay. Hätte nicht gedacht, dass das so klappt. Ah, so klappt. Ich habe nichts gesagt. Ach, vergiss das einfach. Jetzt ist die Fiole da unten reingefallen, oder wie? Ach. Schrecklich. So, dich will ich anmachen. Dann wieder auf den normalen. Hier möchte ich eigentlich jetzt die Flasche haben. Flasche, Flasche. Danke. Ja gut, dann wieder basteln. Eine Kiste. Und vielleicht eine ganz lange Planke. Jawohl. So. Ganz kurze Unterbrechung.